Befristete volle EM-Rente läuft aus, verfällt meine teilweise Erwerbsminderungsrente auch. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Schnellfrage über rentenbescheid24.de reinbekommen. Und zwar hat der Betroffene eine dauerhafte, teilweise Erwerbsminderungsrente erhalten und hat gegen den Rentenbescheid aber Widerspruch eingelegt, er möchte eine volle Erwerbsminderungsrente haben. Und er stellt sich jetzt die Frage, was passiert, wenn die deutsche Rentenversicherung mir die volle Erwerbsminderungsrente gewährt, aber nur befristet? Verfällt dann meine teilweise Erwerbsminderungsrente, wenn die Befristung der vollen EM-Rente ausläuft? Nein. Grundsätzlich läuft das Verfahren wie folgt ab, wenn es sich um sogenannte kombinierte Erwerbsminderungsrenten handelt, also teilweise Erwerbsminderungsrente und nachfolgend befristete volle Erwerbsminderungsrente. Erstens, nach § 89 SGB VI wird immer nur die höhere der Renten ausgezahlt. Das heißt also, die volle Erwerbsminderungsrente, auch wenn sie befristet ist, wird erstmal ausgezahlt. Zweitens, die deutsche Rentenversicherung muss im Hinblick auf die Zahlung der teilweisen Erwerbsminderungsrente einen Bescheid erlassen, dass diese Zahlung aufgehoben wird. Weil wir haben zwei unterschiedliche Renten. Ja? Die teilweise Erwerbsminderungsrente ist eine sachlich andere Rente als die volle Erwerbsminderungsrente. Und deshalb muss die deutsche Rentenversicherung einen Zahlungsbescheid erlassen oder einen Aufhebungsbescheid erlassen, wo die Zahlung der teilweisen Erwerbsminderungsrente aufgehoben wird. Und dieser Aufhebungsbescheid gilt für die Zukunft. Der ist auch nicht begrenzt irgendwie auf den Ablauf der Befristung der vollen Erwerbsminderungsrente, sondern wenn die Befristung der vollen EM-Rente ausläuft, dann besteht ja dem Grunde nach weiterhin die teilweise Erwerbsminderungsrente. Denn der Rentenbescheid der teilweisen Erwerbsminderungsrente wurde ja nicht aufgehoben, sondern nur die Zahlung wurde aufgehoben. Das heißt also, Sie müssen dann als Betroffene unbedingt vor dem Ende der Befristung der vollen EM-Rente die deutsche Rentenversicherung auffordern, dass sie die Zahlung der teilweisen Erwerbsminderungsrente wieder aufnimmt. Damit ist klar, eine teilweise Erwerbsminderungsrente erlischt nicht deshalb, weil ich eine volle Erwerbsminderungsrente bekomme, sondern nur dann, wenn die deutsche Rentenversicherung die teilweise Erwerbsminderungsrente mit Bescheid aufhebt oder die teilweise Erwerbsminderungsrente auch nur befristet wäre. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.